Ich habe gerade eine Diskussion verfolgt, live und in Farbe, von zwei Menschen, die sich über die Ernährung gestritten haben. Der eine Ernährungsform von wie Paleo quasi für sich inklusive tierische Ernährung, der andere für eine vegane Ernährung vertretend. Und die beiden haben sich gestritten, aber so dermaßen gestritten, dass ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich bin immer wieder schockiert, wenn ich Menschen sehe, die dieses Recht haben, so hoch in ihrem Leben priorisieren, dass sie aggressiv werden, dass ihr Leben, dass sie die Grundlagen eines gemeinsamen, respektvollen Miteinanders vergessen und dass sie tatsächlich ihren Körper nicht mehr unter Kontrolle haben. Sie wollen Recht. Und wenn sie nicht Recht bekommen, dann werden sie aggressiv. Was sagt das denn über die Menschen aus? Was sagt das über die Menschen aus, die denken, sie müssen immer Recht bekommen? Und dabei ist es egal, ob das der Veganer oder der Paleo-Mann ist, ob das der Nazi, ob das der Linke ist. Wie wenig Demut kann man haben, dass man denkt, man hat immer Recht und der andere, der eine andere Meinung hat, wenn der einem nicht zustimmt, dann, ja, dann in dem Fall, dann gibt es ein paar aufs Maul oder dass man dann halt verbal aggressiv wird oder einfach, ja. Ich meine, ich habe dadurch, dass ich YouTuber bin, natürlich ja quasi tagtäglich in YouTube sieht man das, ne, dass die Menschen einfach so rauslassen, du Spasti, du spinnst ja und das ist falsch und das ist richtig. Und klar, aber man sagt ja schon so, das Online ist schon die eine Welt, da darf man die Menschen nicht ernst nehmen, die kommentieren in dem Sinne, wenn sie halt einfach so sehr, sehr beleidigend agieren, noch dieses Rechthaberische. Aber in der Realität das zu erleben, es gibt echt, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber es ist mein Gefühl und ich erlaube mir das jetzt zu sagen, auch wenn das vielleicht nicht komplett reflektiert ist und nicht komplett, ja, der allgemeinen Wahrheit entspricht. Aber es ist jetzt die subjektiv wahrgenommene Realität, meine Person in Form des Egos, nicht des Bewusstseins, sondern des Egos. Es gibt echt schlimme Menschen. Richtig. Schlimme Menschen. Ich war nah daran, dass ich geweint habe. Extrem konsterniert, extrem ratlos, hilflos, unfassbar. Wir leben in einer Welt mit so viel, mit so vielen Dogmen, mit so vielen, das ist richtig und das ist falsch, so viel Arroganz, so viel Überheblichkeit. Und das tut mir weh. Will gar nicht mehr groß zu sagen. Es tut mir weh, Menschen zu sehen, die wegen Recht und Unrecht, egal um welches Thema es sich geht, die sich deshalb prügeln wollen. Ich hoffe, ihr seid anders. Ich hoffe, du bist anders, dass ihr dieses Video seht.